Guten Morgen, die Jungs sind schon draußen und ich kümmere mich jetzt erstmal um Lotti. Ich lasse Lotti jetzt gleich ein bisschen laufen, die hat momentan ein bisschen Sparprogramm, denn sie macht sich so gut und hat so riesengroße Fortschritte gemacht, dass sie jetzt einfach ein bisschen chillt momentan, um das Ganze in Anführungsstrichen zu verarbeiten. Es ist halt super wichtig, dass die jungen Pferde motiviert bleiben. Und ich hatte das Gefühl, dass sie so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen müder geworden ist. Und deswegen hat sie jetzt einfach aktuell viel frei, viel einfach nur spazieren gehen, laufen lassen. Zwischendurch reite ich sie, aber ich reite sie so einmal die Woche aktuell. Und ich habe das Gefühl, das macht aktuell einfach nur Sinn für sie. Und das ist auch total gut. Und sie ist glücklich und sie wird trotzdem ja ganz normal umsorgt. Sie ist jetzt halt zum Jahreswechsel 5 geworden. Da könnte man natürlich sagen, ja komm, hast kein kleines Baby mehr, kannst du schon mal ein bisschen mehr arbeiten. Aber die ist ja erst seit November unterm Sattel. Also die ist ja angeritten worden. Das hieß Schritt, Trab, Galopp außenrum. Das war so eine Sache von einem Monat. Dann hat sie ein Jahr lang, über ein Jahr lang, nichts mehr gemacht. Stand wieder auf der Wiese und auf dem Stall. Und jetzt wird sie seit November wieder geritten, also seit November ist sie drin, seit Dezember wird sie geritten und hat, wie gesagt, solche Fortschritte gemacht, dass man dann auch einfach mal ein bisschen zurückfahren kann, das Ganze. Sie kriegt übrigens jetzt langsam ihre Sommerfarbe, da wo das Winterfell schon angefangen hat wegzugehen. Lotti ist nämlich eigentlich viel, viel heller. Sieht man auch jetzt hier, wo ich das Winterfell runterschabe, wie viel heller sie einfach plötzlich dann wird an der Stelle. Seht ihr das? Voll schön. Ja, ich rede von dir. Du bist hübsch. So, jetzt sieht man es im Tageslicht noch mal ein bisschen besser, was ich meine mit der Farbe. So, Lotti ist gerade in der Maschine, läuft ein bisschen Schritt. Ich habe mir jetzt Ziva geschnappt. Ziva hat die letzten beiden Tage so krass gut mitgearbeitet. Wir sind ein bisschen gesprungen. Zwei Tage am Stück haben wir jetzt Kreuze und Mini-Steils gemacht. Ist immer ganz gut. Ich finde, also nicht ich finde, sondern es ist so, man muss nicht immer hochspringen. Tun wir ja sowieso nicht, aber man muss auch nicht auf dem Niveau trainieren, auf dem man unterwegs ist. Die Sprünge, die ich da gemacht habe, das Kreuz war Reiterwettbewerbhöhe vielleicht. Und der Stall war nicht mal eh, aber dadurch kann man halt auch ganz gut an den Schwachstellen arbeiten. Bei uns ist zum Beispiel Durchgaloppieren in den Wendungen, denn ich nutze die Wendungen häufig, um Ziva wieder ein bisschen zu bändigen. Sie ist nicht immer so super schnell. Ich glaube, das kann man auch deswegen im Parcours immer nicht so gut nachvollziehen. Wenn ich sie da so zurücknehme, dann hat das wenig damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, sie ist so rasend schnell, sondern ich verliere manchmal so ein bisschen die Kontrolle über sie. Also sie wird sehr fest, sehr stark und dann gilt es halt, sie zurückzuholen. Und dabei verliere ich dann meistens den Go. Und das wiederum bedeutet, dass wir ein Ungleichmaß im Galopp haben, was wiederum dazu führt, dass sie dann vor dem Sprung wieder Gas gibt, dann sehr weit reinspringt, also eine lange Flugphase hat, spät nach dem Sprung landet, weil sie halt richtig Schwung genommen hat und ich dann wieder damit beschäftigt bin, sie zurückzunehmen. Und das ist halt so ein bisschen so unsere Baustelle. Das war unsere Baustelle auch ganz lange. Dann hatte sich das ja erledigt. Das war ja das, was ich auch in einem Video schon gesagt habe, wo wir dann sogar im Stilspringen platziert waren, womit ich im Leben nicht gerechnet hätte. Nicht mit ihr, nicht mit meinem Reitstil. Und da haben wir ja richtig gute Wertnoten sogar gekriegt. Und ja, da arbeiten wir jetzt gerade wieder dran, dass wir das Gleichmaß wiederfinden. Und das kann man halt eben super gut mit ganz kleinen Sprüngen machen. Da bin ich dann Distanzen und durch die Ecken durchgaloppieren. Denn wie gesagt, bei den kleinen Sprüngen, da passiert eigentlich nicht wirklich was. Da ist es nicht schlimm, wenn man mal zu dicht kommt oder zu früh abspringt. Und man kann trotzdem einfach immer mehr sein Auge schulen. Das ist tatsächlich übrigens ein Problem von mir. Ich habe eigentlich ein ganz gutes Auge. Und das wiederum löst in mir Unwohlsein aus, wenn ich sehe, dass es nicht passt. Und dann kriege ich nicht immer das hin, was ich machen möchte, weil mir da halt das reiterliche Können fehlt. Das ist halt super schwierig, denn wie gesagt, ich sehe meinen Fehler schon lange vorher und renne offenen Auges, wie auch immer, in mein Verderben. Genau, ja.
Auf jeden Fall hat Ziva jetzt heute auch frei. Übrigens, euch ist bestimmt aufgefallen, dass ihr mich heute noch nicht... Wundervoll, Ziva. Dass ihr mich heute noch nicht einmal gesehen habt. Das hat tatsächlich den Hintergrund. Ich bin zwar so ein Fan davon, dass man halt eben nicht alles schönen muss oder sonst was. Aber ich sehe momentan ganz, 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 ganz schrecklich aus. Ich habe seit meiner Schwangerschaft ganz, ganz doll immer noch mit Hormonschwankungen zu kämpfen. Und bei mir hat sich seitdem auch ganz schön viel verändert. Also Probleme, die ich vorher nicht hatte, die habe ich jetzt plötzlich im Laufe meines Zykluses. Sehr intim, aber ich glaube, das ist so, dass viele von euch das bestimmt auch ein bisschen nachvollziehen können. Und bei mir ist es jetzt tatsächlich so, dass meine Haut so schlecht jetzt gerade ist. Es kam gefühlt von einem Tag auf den anderen. Und ich habe leider seit jeher eine ganz schlechte Wundheilung. Das heißt, wenn ich dann Unreinheiten habe, dann habe ich da auch schön lange was von. Und ich kratze mir das manchmal im Schlaf dann einfach auf. Ich kann das leider nicht kontrollieren. Und deswegen sehe ich aktuell echt aus, als hätte ich mich geprügelt mit irgendjemandem. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben wahrscheinlich. Wenn man mich sieht, dann denkt man sich so, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ihr Problem ist, aber für mich ist es ganz, 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 ganz unangenehm. Und deswegen zeige ich euch jetzt einfach ausnahmsweise mal in diesem Video mein Gesicht nicht, sondern nur die Pferde, weil ich mich natürlich auch gar nicht schminke. Also ich weiß, dass man sich lieben muss und das möchte ich auch jedem ins Herz legen, dass man sich so liebt, wie man ist. Aber das heißt nicht, dass man nicht trotzdem vielleicht irgendwelche Unsicherheiten hat. Und bei mir ist es tatsächlich einfach die Haut, denn ich habe tatsächlich nie große Hautprobleme gehabt. Und dann habe ich die Pille abgesetzt, dann hat mein Körper ganz, ganz lange gebraucht, um sich davon zu erholen. Also ich nehme die Pille schon ganz, 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 ganz lange, ganz, ganz, ganz lange nicht mehr, schon lange bevor ich schwanger geworden bin. Also es hat nichts mit dem Kinderwunsch gehabt, sondern tatsächlich einfach, weil ich sie nicht so gut vertragen habe. Danach hat mein Körper ganz lange gebraucht. In der Schwangerschaft war mein Körper völlig durcheinander. Nach der Schwangerschaft, jetzt habe ich, wie gesagt, Probleme, von denen ich nicht mehr wusste, dass ich sie haben könnte. Mit meiner Haut zum Beispiel. Und das ist jetzt ja auch schon, ja, über ein Jahr her, dass ich ein Kind bekommen habe. Und aktuell pendelt sich das noch nicht so gut ein. Aber was soll ich machen? Genau, deswegen so viel dazu. Ja, man merkt der Pippi auch an, dass sie zwei Tage ganz gut gearbeitet hat. Schon ein bisschen entspannter als sonst. Aber positiv entspannt. Das finde ich immer schön. Lotti ist heute eine kleine Krawallnudel. Die Longierhalle war voll und dann dachte ich, okay, gut, komm. Dann gehen wir jetzt halt noch ein bisschen spazieren. Eieieiei. Ich lasse sie jetzt noch ein bisschen grasen und dann geht sie auch raus. Aber ich glaube, sie hat wieder genug Energie. Wir können wieder richtig loslegen. So, ich habe mir jetzt Cosma geschnappt. Die wird ja, wie ihr wisst, von meinem Trainer geritten momentan. Aber es heißt ja nicht, dass ich sie nicht auch trotzdem mit putze und ein bisschen zwischendurch betüle. Ich gehe jetzt gleich mit ihr ein bisschen grasen. Das mache ich auch immer wieder. Zwischendurch, immer wenn die Zeit es groß zulässt, dann kümmere ich mich natürlich auch ausgiebig um Cosma. Aber ich muss sagen, es ist aktuell echt eine Erleichterung für mich, dass mein Trainer sie reitet, dass ich ein Pferd weniger habe. Vom Ding her ist es so, es ist okay mit meinen Pferden. Also ich hätte nicht so viele Pferde und würde das mit dem Selbstversorger-Dasein nicht machen, wenn ich es nicht könnte. Aber die aktuelle Zeit, die ist nun mal sehr speziell. Das wissen eigentlich auch alle, die ja in der momentanen Zeit leben. Und ich glaube tatsächlich auch gerade die, die Eltern sind, denen auch wie bei uns die Kita weggebrochen ist, die eben nicht die Möglichkeit haben, täglich Unterstützung von Familie zu bekommen. Das geht bei uns leider nicht. Das heißt, die Situation ist halt gerade natürlich ganz schön krass, weil wir müssen uns ein bisschen aufteilen, ein bisschen einteilen. Und gestern zum Beispiel war ich morgens hier, bin schnell geritten, habe schon mal 3 Boxen gemistet, bin ganz schnell wieder zurück. Mein Mann hatte unsere Tochter schon fertig gemacht, hat sie mir dann quasi ins Auto gesetzt. Dann bin ich direkt wieder zurück in den Stall gefahren, habe die restliche Stallarbeit gemacht. Und man darf halt nicht vergessen, ich fahre pro Tour eine halbe Stunde. Das ist natürlich deutlich besser als vorher. Vorher war es eine Stunde, manchmal sogar ein bisschen mehr für eine Tour. Aber jetzt ist es halt so mit der halben Stunde. Mir fehlen halt am Tag dann halt auf jeden Fall eine Stunde Fahrzeit, wenn ich zweimal hier bin, damit ich meinen Mann unterstützen kann.
dann fehlen mir schon 2 Stunden, die ich halt nur im Auto gesessen habe. Und das darf man halt nicht unterschätzen. Aber ich kann mit meiner Tochter, wenn die hier im Stall ist, nicht reiten. Denn die ist überall und nirgendwo. Ich kann die ja schlecht anketten. Aber die sitzt nicht still und leise da oder spielt still und leise, während ich dann mein Pferd reite. Also das kann man vergessen. Das wird nichts. Die hat das aber von vornherein nicht gemacht. Ich konnte die auch nicht im Kinderwagen sitzen lassen, als sie noch kleiner war. Die war von jeher oder ist seit jeher extrem aktiv. Also keine Chance. Genau, von daher muss ich mich momentan so ein bisschen zerreißen. Wir schlafen sehr wenig und wenn man dann auch noch so eine Nacht hat, wo das Kind plötzlich sich um 2 Uhr nachts entscheidet, ich bin wach und ich bleibe jetzt auch einfach 4 Stunden wach, das ist dann schon echt heavy. Wie gesagt, ich will mich gar nicht beschweren, aber deswegen freue ich mich auch, wenn nächste Woche die Kita wieder losgeht, damit wir ein bisschen Routine haben, dass die Kleine auch einfach mal wieder andere Kinder sieht. Man merkt das richtig, man unterschätzt das. Also die sind noch so klein, man denkt sich, ja, was sollen die denn für einen Schaden davon tragen? So, wir beschäftigen uns natürlich mit ihr, um Gottes Willen, alles gut. Wir machen ganz, ganz viel. Ich glaube, wir sind sehr aufopferungsvolle Eltern. Unser Kind ist immer bei mindestens einem von uns eigentlich im Fokus. Wir reißen uns echt ein Bein aus, dass sie eine tolle Kindheit hat. Und da kann ich, glaube ich, auch ganz selbstbewusst sagen, dass ich glaube, dass sie sehr, sehr, sehr liebende Eltern hat. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem was anderes, ob sie nur mit uns zusammen ist oder ob sie zwischendurch auch andere Kinder hat. Also ich glaube, man unterschätzt tatsächlich, was das für einen Schaden auch für die Kinder anrichtet. Und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn wir kommende Woche dann die Kita haben. Hoffentlich ist ja, und vor allem ist die Frage dann ja auch, wie lange, aber zumindest, dass man da einmal ein bisschen durchatmen kann und mein Mann einfach dann auch wieder normal arbeiten kann. Im Momentan hält er mir meistens den Rücken frei, so gut es geht. Wenn er Meetings hat, bin ich natürlich schnell wieder zu Hause. Ich muss aber auch arbeiten, ich arbeite Vollzeit. Eigentlich, was bedeutet, dass ich natürlich demnach auch 7 Tage die Woche arbeite, um das, was ich bei den Pferden oder eben bei unserem Kind an Zeit in Anführungsstrichen verliere, ist natürlich alles eigentlich einkalkuliert, aber wie gesagt, besondere Situationen momentan und die lässt einen dann doch an seine Grenzen kommen. Ich mache es manchmal ein bisschen sauer, wenn ich dann irgendwie von Menschen, die ich persönlich kenne oder Menschen, die mich über Social Media kennen, dann höre, dass ich überfordert sei. Denn das ist absolut nicht der Fall in der Regel. Nur die aktuelle Situation ist nun mal, wie sie ist. Wir haben uns Corona alle nicht ausgesucht, aber irgendwann werden wir das Problem auch gelöst haben. Und ich sehe gar nicht ein, dass ich jetzt irgendwie Pferde verkaufe oder meinen Job ad acta lege oder sonst irgendwas. Nur damit ich aktuell es ein bisschen einfacher habe. Denn das würde ich spätestens dann bereuen, wenn sich die Lage wieder beruhigt hat. Schaut mal bitte, wie schön Cosma ausschimmelt. Ich mag das ja eigentlich gerne mit diesen, wenn so weiße Punkte entstehen, beziehungsweise dann graue Punkte. Aber schaut mal bitte, sie kriegt so ganz kleine Mini-Punkte. Die hat sie auch auf der anderen Seite. Oh Mensch, da hier am Hals. Jetzt muss ich mal gucken. Unser Wasser geht gerade nicht in der Waschbox. Cosma hat hier gerade hingepiescht. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich Caspian hier drin jetzt anbinden kann. Der ist ja total scharf auf Cosma. Ich guck gleich mal. Mal schauen. Mit Caspian geht das natürlich. Ich habe jetzt einfach hier Wasser reingekippt und habe das so ein bisschen, ja, einfach alles weggewischt. Und auch Caspians Winterfell muss jetzt dran glauben. Caspian, ich stehe hier. Bitte hör auf.